Lialo, wie bereits angekündigt, mal ein kurzer Test des Betriebssystems React OS, was ein Windows-Nachbau ist. Ich hatte ja gefunden auf Freies Magazin React OS, und zwar ist das ein freies Windows-System. Da hat man ein Windows-System nachgebaut, das ist jetzt keine geknackte Version. Man hat mit Reverse Engineering quasi ein Windows nachgebaut, ist noch ziemlich in der frühen Alpha-Version und man kann sich's runterladen, braucht da keine Seriennummern oder ähnliches und kann sich das dort herunterladen. Hat man das gemacht, dann kann man das zum Beispiel in einer virtuellen Maschine starten. Da gibt es auch ein Image, entweder in VMware oder in VirtualBox funktioniert es auch. Man kann dieses Image dann starten und bekommt dann den Bootscreen von React OS. Enter drücken oder kurz warten. Dann startet dieses freie Betriebssystem, das Windows-kompatibel ist. Das ist also kein Linux-System, sondern ein ziemlich kompatibles System zu Windows. Sieht auch so ähnlich aus. Gut, dann haben wir hier unseren ganz normalen Explorer mit Exe-Dateien und ähnliches. Und ich habe da mal probiert, ich habe zum Beispiel mal PaintShop Pro 5 installiert. Das ist ein altes 32-Bit-Programm von 99, PaintShop Pro. Und das funktioniert hier ganz prima, funktioniert aber nicht jedes Programm. Das ist jetzt im Moment noch der Nachteil von diesem React OS, dass es eigentlich noch nicht richtig fertig ist. Und dass wir da noch so kleine Schwierigkeiten mit haben. Wie gesagt, das ist dann quasi erstmal nur zum Angucken. Rechte Maustaste, Eigenschaften, hat man hier ganz normal die Möglichkeit, den Bildschirm einzustellen, Bildschirmauflösung, das funktioniert alles schon wie von einem Windows-System gewohnt. Einstellungen, Taskbar, Startmenü und ähnliches. Manches ist noch nicht belegt. Wie gesagt, eine ziemlich frühe Version. Überall mal rechts draufklicken, kann man dann hier Einstellungen machen. Das kommt einem alles furchtbar bekannt vor, weil es ja per Reverse Engineering nachgebaut ist, verwendet aber keinen Windows-Code. Und deshalb ist ganz gut geeignet, zum Beispiel für Leute, die jetzt hier auf YouTube Videos machen und nicht in jeder Videobeschreibung schreiben wollen, ich verwende Windows und die Symbole von Windows sind zu sehen. Hier sind also nur lizenzfreie Symbole zu sehen und ähnliches. Funktioniert halt genauso wie ein Windows-System. Auch vielleicht interessant für Leute, die programmieren und unter Basic was selber programmieren und das auch zeigen wollen. Das funktioniert hier alles wunderbar in der virtuellen Maschine bzw. in diesem Betriebssystem. Gut, wir haben dann die ganz normalen Laufwerke und ähnliche Settings, die Systemsteuerung und wir haben einen ganz normalen Bluescreen. Also, man ist schon sehr nah dran an einem echten Windows-System. Gut, ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.